Fatt. Ja, sagt nachher. Well, yeah. Wie sieht es mit einer Arbeit aus, wo überwiegend halal ist, aber auch Haram-Teile vorzufinden sind? Darf man diese Arbeit annehmen? Na, der Bruder stellt eine gute Frage. Darf man bei einer Arbeit tätig sein, wo es Dinge gibt, die sowohl erlaubt als auch verboten sind? Was gibt es da für Läden, wo halal und haram ist? Supermärkte. Jemand arbeitet im Supermarkt, da gibt es Alkohol, da gibt es aber auch Schweinefleisch. Super, beides verboten. Da gibt es Alkohol und da gibt es auch Joghurt. Richtig. Sehr gut. Müller-Mensch. Das heißt, es gibt Dinge, die erlaubt sind, aber auch verboten sind. Was ist mit meinem Geld? Du solltest erstmal eine Sache wissen, Odin Amas. Allah liebt diejenigen, die sich reinhalten. Von allem. Und Allah liebt diejenigen, die auf ihn vertrauen, subhanahu wa ta'ala. Denke niemals, dass Allah dich nicht versorgt. Allah versorgt die Kuffar, die ihm andere Götter zur Seite stellen, soll er dich nicht versorgen, der du ihn einzig und alleine anbetest. Wo ist dein Vertrauen, Odin Amas? Er versorgt dich, mach dir keine Sorgen. Wie alt bist du? 20, 25, 30. Wer hat dich versorgt bis jetzt? Allah. Das muss erstmal dein Vertrauen in Allah Azzawajal sein. Tayyib, was ist mit meinem Vermögen? Zum Beispiel, einer arbeitet in einer Pizzeria, ein gängiges Beispiel. Er verkauft darin Schweinefleisch auf der Pizza und er verkauft Alkohol, aber gleichzeitig verkauft er auch Dinge, die erlaubt sind. Das Urteil über sein Geld, was er verdient, ist, dass das Mal Muhtarat ist. Das heißt, es ist gemischtes Geld. Ein Teil ist Haram und ein Teil ist Halal. Eine Frage. Mal angenommen, und ich spreche dich an, der du so eine Arbeit machst, Odina Amas, du willst zu Umrah oder zum Hajj. Welches Geld hast du bezahlt? Was Halal oder Haram ist? Sag es mir. Hä? Sag es mir. Er weiß es nicht. Willst du so Allahs Wohlgefallen erreichen? Du weißt es nicht. Abu Barah heißt es, mein ganzes Geld ist Haram. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dein Geld besteht aus Halal und Haram, aus Erlaubtem und Verboten. Das heißt, dein Hajj wäre trotzdem gültig und deine Umrah wäre trotzdem gültig. Nur, du bist ein Sünder. Und du bist doch nur zu Hajj gefahren, damit Allah dir die Sünde vergibt. Das ist widersprüchlich, O Diener Allahs. Natürlich, das Geld ist gemischt. Und hier musst du viel Sadaqa geben, damit du von diesem Vermögen gereinigt wirst. Damit du von diesem Vermögen gereinigt wirst. Aber du solltest dir so schnell wie möglich eine andere Arbeit suchen. Denn du hast doch selber erkannt, wie kannst du etwas verkaufen, was Allah verboten hat, subhanahu wa ta'ala. Und der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, er sagt in einer Überlieferung bei Abu Dawud, inna allaha idha harrama shay'a harrama thamana. Wenn Allah eine Sache verbietet, dann verbietet er auch dessen Preis. Das heißt, er darf diese Sache nicht verkaufen. Und was verboten ist, ist verboten. Und hier in Deutschland brauchst du dir wirklich keine Sorgen zu machen, ob du überlebst oder nicht. Manche leben mit Hartz IV besser als andere, die arbeiten. A'udhu Billah, ich sage nicht, wer Hartz IV-Empfänger, A'udhu Billah, möge Allah uns bewahren. Sondern ich sage, wenn du im Falle der Fälle wirklich alles abgesucht hast und du hast nichts gefunden, so bleibst du nicht ohne Wasser und ohne Brot. Sag, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Aber das sollte nicht dein Bestreben sein, sondern dein Bestreben sollte sein, zu arbeiten, wie ein Muslim das macht, aber halal Arbeit. Eine halal Arbeit. Ich habe Allah gebeten, dass er mir eine halal Arbeit gibt. Und Alhamdulillah, er hat sie mir gegeben. Alhamdulillah. Neben euch. Das ist das Schönste. Ich kann euch jederzeit sehen. Auch wenn ich manche nicht so gern sehen möchte. Aber das ist das, was ich von Allah Azzawajal bekommen habe. Alhamdulillah. Bitte Allah und du wirst von Allah Azzawajal bekommen.